Ich glaube, der Bobby kommt. Ah, der Bobby ist da. Sie sind vom Gaswasser Scheiße, röhrig. Haben Sie das Schnüffelstück dabei? Sie, ja. Ja, wollen Sie mal vorgehen und jetzt gucken, wie man hier laufen tut. Beschissen. Beschissen, sagt er. Moin. Moin, Pierre. Ist gutes Wetter mitgebracht. Ha? Sehr gut. Oi, da ist der Bobby am Start. Gehen wir hinter dem Bobby her. Der singt der Lieder. Hund ist auch dabei. Ja, neu verlegte Wasserleitung. Direkt von der Quelle im Dschungel. Und jetzt gehen wir da ein bisschen Wasser reinfüllen. 300 Meter Abenteuerparcours. Woher weiß ich das so genau? Ja, weil wir 300 Meter Schlauch hatten. Ah, schön. Da. Jetzt noch ein Schnüffelstück vorschalten. Das ist unser Oktagon-Grundstück, ungefähr 1 Hektar groß, relativ flach, ein bisschen Hanglage, wo der Wald steht, schöne Aussicht nach da vom Haus und da hinten geht die Sonne unter. Du brauchst ein Nachbarpapier, wie soll er sein, der Traumnachbar, was muss er mitbringen? Ein Bagger, was noch? Einfach die Freude, in der Natur zu leben, mit Gleichgesinnten zusammen was Neues zu erschaffen und ja, halt mit reinem Herzen hinkommen. Sehr wichtig. Ja. Und Kann man auch Hunde mitbringen und Katzen. Wir sind ja schon eine gute Crew von Wachhunden. Bella ist die heimliche Chefin. Wenn sie bellt, dann schickt sie die Jungs immer los zum Gucken. Go have a look. Hier. Ja, das ist ein schönes Grundstück hier. Haben wir ein bisschen freigehackt. Jungfräuliche Erde. Das Haus hat eine Grundfläche von über 80 Quadratmetern. Kann man gerne fertig machen. Und schöne Aussicht ins Tal und hinten hört man noch den Fluss. Dieses Haus steht zum Verkauf, Freunde. Wunderschönes Grundstück. Wir haben einen Anbieter, weil er lässt ein bisschen auf sich warten. Wer zuerst und mal zuerst. Habt ihr Interesse an dem Haus, schreibt mir eine Mail, ich leite sie weiter. Und es ist ein herrliches Grundstück. Super Aussicht auf den Nationalpark. Und wunderschöne Aussicht in die Ferne. Ein bisschen Handyempfang gibt es auch. Wunderschöner Jackfruitbaum. Der wird in einem Jahr, anderthalb Jahren wird er Früchte geben. Die erste Bananenblume. Hier kommt eine Banane. Und dieser Zitronenbaum, der duftet herrlich. Da ist ein Guanabana-Baum, Yucca, Gras, um Kleintiere zu füttern. Und hier ist uns unser Anona-Baum umgefallen. Das ist hier unsere Touristenfalle. Alle denken, lecker Mandarinen, beißen rein, merken, oh, scheiße, ist das sauer. Ja, das sind orangene Zitronen. Sehr lecker und sauer. Leuchtet wie die Sonne. Bodo, komm hier. Bessina! Hola, Bessina. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. Ah, muy bien. ¿Cultivas? Para sembrar frijolcitos siquiera. Muy bien. Hola, perito. ¿Dónde están viendo? Ya yo quiero preguntar por los mamones si me vendes. Con tu esposo. Ven. Hombre, stay. Meine lieben Freunde, ich habe heute die Bilder für sich sprechen lassen. Es ist eine herrliche Regenzeit hier bei uns in der Selva Central. Bis jetzt eine der besten. Und ich habe gerade eine Ladung Bananen bestellt bei meinen Nachbarn und pflanze sie bei uns auf dem Dorfgrundstück. Jetzt geht's nach Hause. Da hinten sind wir irgendwo. Herrlicher Tag. Paradiesisch. Zu guter Letzt hat das Moped den Geist aufgegeben. Lagerschaden. Jetzt sind wir hier die letzten paar hundert Meter zum Grundstück sind wir am Wandern. Ja, Freunde, heute gab es ein paar Eindrücke ohne viel Kommentar. Ich glaube, der Flair, den wir hier so leben, der kommt ganz gut rüber. Und wir haben noch ein paar schöne Plätzchen anzubieten. Für Leute, die mit der Natur klarkommen, die mit sich im Reinen sind, die Lust haben auf gute Community und die felsenfest entschlossen sind, das, was auf uns zukommt, zu überleben. In diesem Sinne, Freunde, herzliche Grüße aus Peru. Bis bald.